Hey Leute, schaut euch das mal an. Moser Racing haut ein super erschwingliches Lenkrad für den PC und, Achtung, für Konsole raus. Genau gesagt für Xbox. Aber halt, Moser plant in Zukunft auch etwas für PlayStation zu bringen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also bleibt unbedingt dran, weil wer weiß, ob dieses Gerät nicht auch für die PlayStation rauskommt. Das Moser Racing R3, das ist klein, sehr klein. So eine kleine Lenkradbasis habe ich eigentlich noch nie gesehen. Vielleicht mal abgesehen vom abgefahrenen Design vom Camus C5. Und das hat ja mal lang gedauert. Das R3 wurde bereits im August 2023 auf der Gamescom angekündigt. Und die Hardware war da schon fertig. Aber die Xbox-Lizenzierung hat sich bis jetzt hingezogen. Aber jetzt ist es da. Moser Racing bietet das R3-Bundle für 440 Euro an. Und da ist alles out of the box mit dabei. Die mini-kleine Lenkradbasis, das doch auch kompakte Lenkrad und dazu noch Pedale aus Metall. Moser benennt seine Lenkräder oder Lenkradbases immer nach dem Drehmoment. Also das R21 hat 21 Newtonmeter, das R9 hat 9 Newtonmeter und so weiter. Aber nicht beim R3. Das R3 hat nämlich mehr. Das hat nämlich nicht 3 Newtonmeter, sondern 3,9 Newtonmeter. Okay, diese Stärke am Lenkrad ist nicht gerade ein Gamechanger. Ganz im Gegenteil, das ist im Direct-Drive-Bereich das unterste Niveau. Direct-Drive-Antriebe kenne ich eigentlich nur ab 5 Newtonmeter Stärke. Trotzdem, das R3 ist doppelt so stark wie ein Logitech G29. Von der Stärke erinnert es mich auch an das Thrustmaster T300. Und es ist auch eine Konkurrenz zum Thrustmaster T248 und zum Logitech G923. Aber diese haben keinen Direct Drive und sind bei weitem nicht so laufruhig. Der Aufbau des Lenkrads ist simpel, denn für die Basis gibt es eine stabile Tischklemme, die mitgeliefert wird, um die Basis sicher am Schreibtisch zu verankern. Diese Tischklemme ist komplett aus Metall, sehr stabil, aber sie hat den Nachteil, dass unten diese Schraubenköpfe sehr weit rausstehen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr mit euren Knien nicht daran anstoßt. Was aber genial ist, wie wenig Platz das R3 am Schreibtisch braucht. Schaut euch das mal an, wie klein das Teil ist. Auch die Tischklemme ist super kompakt, die braucht gerade mal 8 cm von eurem Schreibtisch. Das heißt, selbst bei den engsten Platzverhältnissen kriegt ihr dieses Lenkrad unter. Ebenso lässt sich das R3 an ein Simrig anschrauben. Die 4 Schraubenlöcher an der Unterseite könnt ihr mit 4 M6 Schrauben befestigen. Und dann hält das auch. An der Rückseite gibt es viele Anschlüsse, auch ein Pedalanschluss, den es bei älteren Moser Bases nicht gegeben hat. Denn auf Konsole, also in dem Fall auf der Xbox, muss alles über einen einzigen USB-Anschluss eingespeist werden. Komischerweise schließt ihr das R3 nicht mit dem neueren USB-C, sondern noch mit dem älteren USB-B-Anschluss an. Daneben gibt es auch noch Anschlüsse für das externe Moser-Display, für Shifter, für Handbremse und Notstopp. Hier könnt ihr also vorhandenes Moser-Zubehör einfach anschließen. Aber nicht alles funktioniert auch an der Xbox. Schauen wir uns das ES-Lenkrad mal genauer an. Das Lenkrad sieht optisch ganz nice aus, es liegt auch gut in den Händen, aber schon beim ersten Anfassen wirkt es einfach billig und fühlt sich auch billig an. Der Lenker besteht nämlich aus Kunststoff, zumindest aber mit aufgerauter Oberfläche, das heißt, ihr habt auch genug Grip. Das Lenkrad hat einen Durchmesser von nur 28 cm, das ist schon recht klein geraten und das hat auch kein Sportwagen-Feeling. Aber als Einsteiger-Lenkrad ist das okay. Das Lenkrad hat alle Tasten mit an Bord, das Steuerkreuz, die Aktionstasten, linker Trigger, rechter Trigger, linker Bumper, rechter Bumper, allesamt mit gutem Druckpunkt. Auch Menü-, Share- und Home-Buttons sind mit dabei, sowie ein übergroßer Xbox-Button. Dann gibt es noch diesen großen Radio-Button, der bei Xbox-Spielen gar nichts tut. Genauso wie andere Tasten, einige sind auf der Xbox einfach nicht belegbar. Es gibt auch eine S1 und S2 Taste, die dient zum Umschalten zwischen PC-Modus und Xbox-Modus. Oben gibt es dann noch eine LED-Leiste für die Drehzahl. Die Farben rangieren hier von grün, gelb auf rot. Die Schaltwippen an der Rückseite haben einen gut hörbaren Schaltpunkt. Sind auch okay. Das Lenkrad hat kein Display, das ist in dieser Preisklasse auch nicht drin. An der Rückseite findet sich das bewährte Moser Quick Release System. Und damit könnt ihr das Lenkrad satt und einfach anschließen. Das Montieren und Demontieren von dem Lenkrad geht auch unglaublich schnell. Und
Es sitzt auch spielfrei auf. Ich habe schon öfter gesagt, das Quick-Release-System von Mosa gehört vielleicht zu den besten am Markt. Das bedeutet also, dass ihr ein anderes Lenkrad benutzen könnt aus dem Mosa-Ökosystem. Natürlich geht das, allerdings mit einer Einschränkung. Das funktioniert nur am PC. Für die Xbox benötigt ihr das ES-Lenkrad, nur das ist kompatibel mit der Konsole. Aber von Mosa gibt es auch eine Zwischenlösung, die ES Formula Wheel Mod für 45 Euro. Damit tauscht ihr den Lenkerkranz durch einen Formellenker aus. Dazu müsst ihr nur die 6 Schrauben lösen und das drauf montieren. Kommen wir zu den Pedalen, die mitgeliefert sind. Die sind überraschend stabil und hochwertig. Ihr bekommt eine Pedalplatte mit 2 Pedalen für Gas und Bremse. Das Design ist ganz ähnlich wie die CSL-Pedale von Fanatec. Also auch komplett aus Metall und auch sehr stabil. Der Abstand von den beiden ist auch mit diesen Löchern hier einstellbar. Ihr könnt das Set auch erweitern und ein drittes Pedal hier einsetzen. Der Schwachpunkt der Pedale, so eigentlich wie bei jedem günstigen Pedalen, das ist die Bremse. Die Bremse hat einfach zu wenig Widerstand. Das ist eigentlich ganz typisch, einfach auch deswegen, weil die Bremse keine Loadcell hat. Die Bremse ist zwar ausgestattet, genauso wie das Gas, mit einer Metallfeder, aber beim Anbremsen habt ihr einfach zu wenig Gefühl damit. Aber da hat Mosa auch dran gedacht, es gibt nämlich das Brake Pedal Performance Kit für 32 Euro. Das sorgt dann für mehr Gegendruck an der Bremse. Da habt ihr dann einen Elastomereinsatz, damit ihr einen richtig guten Gegendruck habt. Allerdings keine Loadcell. Ab ins Cockpit auf der Xbox Series X. Das Lenkrad wird direkt erkannt vom System. Bei Forza Motorsport funktioniert das Force Feedback auch einwandfrei. Beim ersten Fahren fallen mir vor allen Dingen die Fahrbahneffekte auf. Sei es jetzt Unebenheiten oder die Curbs, die kommen sehr deutlich, fast schon zu deutlich herüber. Der Gegendruck am Lenker dagegen, der ist ein bisschen schwächlich. Klaro, das Lenkrad hat nur 3,9 Newtonmeter Drehmoment, das merkt man auch. Selbst wenn ich das Lenkrad auf 100% Stärke laufen habe, es kann einfach nicht so viel Gegendruck hermachen wie jetzt andere Lenkräder, vor allen Dingen höherpreisige. Trotzdem kriege ich ein gutes Fahrgefühl hin, allerdings merke ich gerade bei Forza Motorsport, das ist ein Rennspiel, das ist für den Controller konzipiert, nicht so sehr für das Lenkrad. Außerdem funktioniert die LED-Anzeige nicht. Bei keinem meiner getesteten Xbox-Spiele funktioniert die LED-Anzeige. Die funktioniert nur am PC. Für alle Einstellungen am Lenkrad könnt ihr die Pithouse-Software am PC nutzen. Das geht an der Xbox allerdings nicht, aber dafür gibt es auch die Mosa Racing App für iOS und Android. Über diese App könnt ihr euch mit eurem Lenkrad verbinden und dort genau dieselben Einstellungen machen wie in der PC-App. Wie zum Beispiel den Lenkeinschlag, die Road Sensitivity, die Force Feedback Stärke, die Rückstellkraft und auch die Lenkraddämpfung. Und nicht nur das, es gibt auch noch fortgeschrittene Einstellungsmöglichkeiten, wo ihr auch das Drehmoment-Limit direkt beeinflussen könnt. Den Inertia-Wert, den habe ich ehrlich gesagt ein bisschen höher gestellt. Genauso wie die Wheel Friction, also die Lenkradreibung, weil mir das Lenkrad ein wenig zu leichtgängig war beim Lenken. Ebenso könnt ihr hier die LED an- und ausschalten für die Drehzahlanzeige. Und nicht zuletzt könnt ihr auch die Pedale hier noch konfigurieren. Jetzt aber zum großen Problem. Assetto Corsa Competizione funktioniert an der Xbox nicht mit dem R3, sondern nur am PC. Und das ist mir ein Rätsel, denn das Mosa-Lenkrad wird ganz normal an der Xbox ja erkannt. Aber sobald ihr auf die Rennstrecke geht, funktioniert das einfach nicht mehr. ACC erkennt das Lenkrad einfach nicht mit seiner Lenkachse und mit seinen Gas- und Bremsachsen. Das Lenkrad funktioniert mit allerlei Rennsimulationen. Da gibt es auch eine offizielle Liste. Beispielsweise funktioniert es mit dem ersten Assetto Corsa, es funktioniert mit den F1-Spielen, es funktioniert mit Forza Horizon, es funktioniert mit Forza Motorsport, aber komischerweise nicht mit ACC. Und genau das ist eigentlich die Rennsimulation, wofür man ein Lenkrad braucht. Am PC keine Probleme. Am PC könnt ihr das ganz normal benutzen bei euren gängigen Rennsimulationen. Nur der Xbox-Support, der ist eher so halbherzig bisher. Also machen wir weiter in Forza Horizon 5. Wiederum ein Spiel, das definitiv für den Controller ausgelegt ist, aber mit dem Lenkrad könnt ihr da richtig, richtig viel Spaß haben. Da macht auch das Rutschen und Driften richtig, richtig Fun. Vor allen Dingen auch, weil das Lenkrad sich schnell zurückstellen kann und entsprechend habt ihr eine gute Zentrierung
und einfach immer ein gutes Gefühl fürs Auto, egal ob das jetzt Offroad ist oder auf der Straße. Bei Forza Horizon musste ich allerdings auch einiges einstellen. Da gibt es auch ein eigenes Video noch dafür mit meinen Lenkradeinstellungen. Der erste Schritt ist getan. Moser Racing ist auf Konsole gelandet. Das ist schon mal der richtige Schritt. Ist das R3 jetzt aber besser als das vergleichbare CSLDD von Fanatec? Nein, denn das CSLDD hat ein wenig mehr Fahrgefühl und ein wenig mehr Drehmoment. Und zudem kann das CSLDD auch auf 8 Newtonmeter hochgerüstet werden. Das geht hier ja nicht. Außerdem gibt es bei Fanatec im Bundle auch höherwertige Lenkräder. Und preislich sind wir da ganz ähnlich aufgestellt. Das R3 hier kostet 440 Euro. Bei Fanatec gibt es die Ready-to-Race-Bundles mit ähnlichem Preispunkt zwischen 400 und 500 Euro. Also hat das Moser R3 hier harte Konkurrenz und auch zwei Probleme. Erstens, Assetto Corsa Competizione an der Xbox geht nicht mit diesem Lenkrad. Das liegt natürlich auch am Support seitens der Entwickler von ACC. Die müssten das implementieren, dass das funktioniert. Ich hoffe, sie machen das bald. Wäre zu wünschen. Zweites Problem ist, ihr könnt nur dieses Lenkrad an der Xbox verwenden. Damit entfällt eine der großen Stärken von Moser. Denn bei Moser könnt ihr ja dank Quick Release jederzeit ein anderes Lenkrad anschließen. Dummerweise nicht an der Xbox. Für die Xbox braucht ihr dieses Lenkrad, das eben in diesem Bundle mitgeliefert ist. Am PC sieht das wieder ganz anders aus. Am PC ist das durchaus eine interessante Alternative, vor allen Dingen, wenn ihr keinen Platz habt. Am PC ist es allerdings vielleicht besser, wenn ihr gleich auf das R5-Modell geht. Das ist nur ein bisschen teurer und es hat bis zu 5,5 Newtonmeter Drehmoment. Deswegen kann sich das R3 nicht so richtig positionieren am Markt. Auf der Xbox seid ihr mit Fanatec aktuell ein wenig besser aufgestellt und am PC ist es vielleicht besser, ihr nehmt gleich das bessere R5-Modell oder gleich was höherwertiges wie die R9 oder R12-Basis. Aber wenn das R3-Bundle noch günstiger wird, also unter 400 Euro geht, dann ist das definitiv die bessere Alternative, auch im Vergleich zum Logitech G920, G923 oder auch im Vergleich zu Thrustmaster auf der Xbox. In diesem Sinne, meine lieben Leute, gute Fahrt!